Hallo, meine Lieben. Ich kann euch sagen, bei mir schaut es hier aus. Ihr seht schon ein Riesenchaos. Aber ich habe jetzt dann Gott sei Dank ein Projekt beendet. Dann schauen, ob ich da noch ein Video dazu mache. Ja, ich bin auch noch am Basteln für da und hier und selbst. Aber es wird jetzt so langsam. Weihnachten ist halt immer Stress. Ich hoffe, ihr hört nicht so viel Hintergrundgeräusche, weil die Spülmaschine läuft und ja. Wir wollen auf jeden Fall heute so ein Goodie Bag, keine Ahnung, wie ich das nennen möchte, dann in der Videobeschreibung, das weiß ich noch nicht. Aber ihr seht, hier ist ein Kaffee drin, ein Zuckerteilchen und ein Stäbchen. Das mache ich für unsere Postboten, das kriegen die zu Weihnachten als kleines Goodie, habe ich mir überlegt. Letztes Jahr haben sie ja ein Tierbüchlein bekommen. Da habe ich tatsächlich das Video abgedreht, aber noch gar nicht öffentlich gestellt, habe ich letztens festgestellt, ja. Ich habe so viele Videos ein bisschen vorgedreht. Ich weiß auch nicht, wann ich das hochladen werde, mal sehen. Ja, auf jeden Fall, das kriegen sie als kleines Goodie. Ne, Merry Christmas steht hier, habe ich embossed. Das will ich jetzt schnell mit euch machen. Ich hoffe, ich kriege das nochmal auf die Reihe. Ihr braucht ein Stück Cardstock in den Maßen 6 x 18 cm. Ich muss das Ganze auch noch einmal in Rot machen. Deswegen mache ich das jetzt zweimal quasi. Und hier habe ich eine Textanze. Jetzt muss ich mal gucken, welche das war. Ich frage, das war glaube ich die mittlere. Ja. Die mittlere, die stanze ich jetzt quasi so aus. Ich lege es mir jetzt da ganz knapp drauf. Also ihr seht schon, es passt. So ganz, ganz knapp. Und dann lege ich das aber nur bis zur Hälfte hier an. Also ich lege meine obere Platte nur ungefähr zur Hälfte. Ich will nur den oberen Teil gestanzt haben. Und dann kann das weg. Und so ist quasi nur der obere Teil gestanzt. Mache ich jetzt bei den grünen auch noch schnell. So, das sind die letzten beiden und dann habe ich sie geschafft. Ich habe ganz schön vorbereitet. Dadurch, dass ja eben nur die Platte dann bis zur Hälfte geht, stanzt die auch nur bis zur Hälfte und lässt den unteren Teil aus. Finde ich einen ganz, ganz coolen Quick-Tipp. So, dann kann das nämlich auch schon weg. Dann wird hier auch wieder ein bisschen mehr Platz. So, dann runde ich mir die Ecken ab. Dann habe ich von diesem Stempelset vom Action habe ich diese Kaffeebohnen benutzt, um mir quasi im Hintergrund zu stempeln. Mache ich jetzt auch schnell die Unterlage. Ich stempel die jetzt nur eigentlich so ein bisschen am Rand. Weil den Rest sieht man ja dann gleich nicht mehr. Einmal. Und ihr seht schon, ich habe es in zwei verschiedenen Farben gemacht. So, das mache ich dann sauber. Endlich wieder ein bisschen mehr Platz hier. Dann braucht ihr ein Stück Cardstock in den Maßen. 10 x 11,5 müsste das sein. Ich messe nochmal nach. Das müssten die 10 sein und das die 11. 11. Okay. Und wir messen. Dann muss ich nochmal schnell eins zuschneiden. 11,5 müsste das sein, ne? Ja. Okay, dann muss ich nochmal eins zuschneiden. 10.
mal 11,5. Und das fällt mir uns auf. Der. Jetzt muss ich erstmal selber gucken, entschuldigt. Falls wir uns auf der kurzen Seite, also bei den 10 cm, einmal rechts bei einem und links bei einem Zentimeter, dann falls mir das Ganze noch einmal bei 2,5. Und auf einer Seite, also entweder links oder rechts jetzt, falls mir das Ganze bei einem und bei 2,5. Ich schreibe auch die Maße dann nochmal alle in die Infobox. Dann schaut das Ganze so aus. Dann müssen wir uns jetzt die Klebelaschen einschneiden. Also einmal hier die erste Falz oben so ein bisschen abschrägen. Wieder ein bisschen Ordnung machen, weil es ist schon echt. Ja, da haben wir noch. Guckst du hier? Ah, aus dem Semi-Film. Stempelset. Und schaut das Ganze so aus. Und von unten schneide ich mir jetzt hier ein. Und hier. Und schneide einmal hoch. Schneide dann hier eine Schräge ein und schneide im Endeffekt das komplette Viereck hier raus. Und hier auf der anderen Seite machen wir das genauso. Ich rede ein bisschen lauter. Ich hoffe, ich weiß echt nicht, ob man die Spülmaschine im Hintergrund hört. Dann schaut das Ganze so aus. Dann prägen wir das Ganze. Entschuldigt. So, ja, hier ist echt im Moment Engpass. Oh, meine Prägeschablone jetzt da. Ich habe hier Sterne. Das Wichtigste ist, dass der Mittelteil, also das große Stück hier geprägt ist. Der Rest ist nicht so schlimm. Oder weggeräumt werden. Und dann prägen wir das Ganze schnell. Kann das dann auch wieder weggeräumt werden. So schaut es dann aus. Okay, dann können wir einmal alles nachfalzen. Und hier möchte ich die Sterne außen haben. Also, ne, hier ist ja nach innen geprägt und hier nach außen. Und ich möchte die Sterne nach außen haben. Also, falze ich mir das in die entgegengesetzte Richtung. So. Falze ich das Grüne auch gleich nach. Achtung. Beinahe falsch gefalzt. So. Irgendwas passt da jetzt nicht. Ist doch zu groß gemacht. Habe ich es doch jetzt echt zu groß gemacht? Gibt's ja gar nicht. Also ich schreibe euch, wie gesagt, die Maße noch einmal. Die Infobox aber tatsächlich zu groß gemacht. Ja gut, das gleiche ich dann aus.
So, das klebe ich mir dann einfach hier drauf. Aufpassen, dass ihr gerade seid, dass eure Ecken schön aneinander liegen. Und dann gehe ich mit dem Falzbein rein. Schön fest andrücken, sieht gar nichts. Das jetzt kurz andrücken, in der Zeit mache ich das hier mit dem richtigen Maß. So, das habe ich jetzt auch gerichtet. Ich sehe gerade, das ist ein bisschen größer, warum auch immer. Ist jetzt wurscht. Was ich vergessen habe noch, echt Kuddelmuddel wieder, Müsternet. So ein Halbkreis quasi als Öffnung reinstanzen. Ja. Dann die Decoration. Ich habe hier für das die Farbe genommen und für das Dunkelgrüne habe ich dann Hellgrün genommen, weil Zweige sind nun mal grün. Gut, hätte ich jetzt auch braun machen können, aber das fand ich jetzt dann doch bei dem Dunkelgrün etwas zu dunkel. Deswegen habe ich mich dann für einen hellgrünen Schatten. Es ist noch relativ Vormittag, deswegen laufen auch nur die ganzen Gerätschaften bei uns. Weil früh ist immer so der Haushaltstag. Und dann habe ich hier meine Kaffeebecher, den habe ich vorhin schon aus Versehen mit 3D-Pads geklebt, weil ich das ein bisschen farblich haben wollte. Also das Rote auf das Dunkelgrüne und hier ist es gemischt. Das sind auch aus dem Action-Stempel-Set. Ich hoffe, ihr versteht das. Es ist ja auch nur eine kleine Anregung. Also die Maße versuche ich dann unten in die Infobox zu schreiben. So, und dann bin ich gleich wieder da. Und dann kommt die Befüllung. Da habe ich jetzt ganz einfach, ne? Ich mache keine Werbung. Und dann kommen so Holzstäbchen noch mit rein zum Umrühren. Fand ich total cool als Gimmick. Hier machen wir dasselbe. So. Ein Zuckerröhrchen, das ist auch nur so ein Zuckerteil, gibt es auch überall im Supermarkt. Und dann wird das Ganze verpackt. Da habe ich so ganz einfache Bodenbeutel. Ich hatte mir tatsächlich eigentlich Tütchen bestellt. Habe es ausgemessen, geschaut, Höhe, schieß mich tot und so passt. Habe ich gesagt, okay, bestellst du. Ich mache das schnell nebenbei fertig. Aber die kamen gestern an, aber die haben eine Naht. So sind die viel zu klein, die blöden Tütchen. Na. Die haben ewig gebraucht, bis die Kummer sind. Da klebe ich jetzt einfach mit. Das ist zwar nicht die schöne, feinische englische Art, aber ich möchte das endlich fertig haben, dieses Projekt. Hier so, ah, da ist immer noch Kleber, so Geschenkband. Ich wollte das Ganze eben so silber halten, alles. Da binde ich mir jetzt einfach das Geschenkband da so rum. Oh
Und dann habe ich hier Tags, habe ich ausgestanzt, einmal in so einem ganz, ganz hellen Silber, also so Perlmuttschimmer hat es. Und einmal hier, also einen roten Tag mit Merry Christmas embossed. Und dann machen wir mein Knötchen rein, ganz fest zuziehen. Diese Klebereste von dem... Da sind überall so Klebereste drauf gewesen. Und dann ziehe ich mir das einfach so über die Schere und verpackt ist das. So, das habe ich jetzt 30 Mal gemacht. Ich bin jetzt auch fertig. Das ist mein letztes. Und ich hoffe, die reichen. Diese Dinger. Jetzt mache ich das schnell noch gar fertig. Ein Kuddelmuddel wieder. Aber ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten. Sagt sie auch, sie will so wenig wie möglich schneiden, weil es dann eben authentischer war, glaube ich, haben wir gesagt. Ne? Ist, wenn. Hat bis auf den letzten Klebestreifen gelangt. Sehr gut. Weil auch wir Bastler vor der Kamera verhaspeln uns gerne. So. Aber jetzt glaube ich kein dunkelgrünes mehr, ne? Naja. Nicht schlimm. Dann nimm mal ein rotes, das ist das letzte. Ja, war ganz schön viel Arbeit. Muss ich schon sagen. Alles ausstanzen, dann bestempeln, zuschneiden, embossen und. Aber ich habe es geschafft. Ich räume es dann auf und dann bin ich happy, 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 weil ich das endlich geschafft habe und dann kann ich ein nächstes Projekt endlich anfangen. So, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es wieder ein bisschen Kuddelmuddel war. Aber kennt ihr ja von mir. Das kann meine Kleine haben. Das brauche ich nochmal. Da liegt schon das nächste Projekt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und dabei seid beim nächsten Chaos-Video. Und dann sehen wir uns da wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin wünsche ich eine schöne kreative Zeit und tschüss.